Holzterrassen und Decks werden heutzutage als elegante und gemütliche Wohlfühloase geschätzt. Das schlichte Vorhandensein von Holz vermittelt einen warmen und heimeligen Effekt, der untrennbar mit diesem Werkstoff verbunden ist. Dennoch ist das Verschrauben der Dielen für den Monteur eine heikle und zeitraubende Angelegenheit. Folgende 5 Arbeitsschritte sind beim Verschrauben der Dielen unerlässlich: Einrichten der Dielen und Markieren der Bohrlöcher, Vorbohren und Versenken der Kernlöcher, Positionieren der Abstände für einen gleichmäßigen Fugenverlauf, Verschrauben der Dielen, Reinigung der Terrasse durch entstandene Holzspäne beim Vorbohren. Die konventionelle Verlegung einer Terrasse oder eines Decks erfordert viele Stunden langwieriger und monotoner Arbeit. Und mit welchem Ergebnis? Die meisten Kunden schätzen den Anblick der mit zahlreichen Schrauben bestreuten Terrasse nicht, insbesondere im Bereich der Stöße. Außerdem ist das Verschrauben von oben häufig Ursache von Schiefe, Rissbildungen oder Schmutzansammlung. Zum Glück haben sich die Dinge geändert. Wie schon Victor Hugo sagte, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Firma Architecture Dubois, Vorreiter und Marktführer in Frankreich im Bereich Holzterrassenbau, erfand einen revolutionären Befestigungsclip mit beachtlichen Vorteilen bei der Montage von Holzterrassen und Decks, den Clip Juan. Der aus Stäben von etwa 40 cm bestehende Clip Juan greift in die Dielen auf total unsichtbare und zuverlässige Weise ein, was dem leistungsfähigen Federeffekt seiner Harpunform zu verdanken ist. Die von Anfang an genau ausgerichteten Stäbe werden auf den Träger geschraubt. Der Clip Juan passt sich perfekt an jede Terrassenform an, einschließlich an Winkel- oder Rundformen. Jede Befestigung wird mit einem Tropfen PU-Kleber versehen. So kann auch bei extrem starker Hitze kein Spielraum in der Nute entstehen. Die Montage wird beendet, ohne dass Abstände zu markieren, abmessen oder einzuregeln sind. Die Dielen brauchen nur noch angeordnet und durch Ausüben eines gleichmäßigen Drucks eingesetzt werden. Zusätzlich zu der bequemen und raschen Montageabwicklung dank des Clip Juan ist der Anblick der Terrasse nahezu perfekt. Insbesondere gestalten sich die Stöße sehr diskret. Beinahe zu schön, um wahr zu sein, könnte man meinen. Eigentlich beruht der Erfolg des Clip Juan auf ausgefeilten technischen Aspekten. Seine harpunenförmige Gestalt ermöglicht einen guten, schnellen und natürlich zuverlässigen Grip der Diele. Im Gegensatz zu einem Befestigungskonzept mit seitlichen Klammern verringert sich der Dehnungs- und Schwingungsbereich des Holzes um ca. 40%. Die spezielle Formgebung des Clips und der Schraubenaufnahme passen sich dem arbeitenden Holz an. Die Dicke des Clips trennt die Diele vom Unterbau und verbessert so die Belüftung der Terrasse. Das Prinzip von der Nut in der Unterseite sorgt an sich selbst für verbesserte Stabilität. Der Clip Juan eignet sich insbesondere gut für Befestigungen von Thermoholz, von hartem Tropenholz, von Holzverbundstoff und selbst von Nadelholz, vorausgesetzt, diese sind kammergetrocknet. Abschließend besteht der Clip Juan aus Polyoxymethylen, ein hochwertiges Material, welches insbesondere für die Fertigung von Skischuhsohlen eingesetzt wird. Es ist durch und durch frost- und wasserunempfindlich und bietet hohe, durch eine unabhängige Prüfstelle bescheinigte Festigkeitswerte. Seine Ausrissfestigkeit beträgt 180 kg pro Befestigung.